Wir untersuchen, wie komplexe Lebensprozesse in Zellen und in Organismen aus grundlegenden physikalischen Gesetzen hervorgehen. Besonders wichtig ist das Verständnis der räumlichen Organisation von Zellen. Wie kommt es, dass Zellen nicht einfach gut durchmischt sind, sondern räumliche Organisation aufweisen? Die Frage, die wir stellen, ist, welche Prinzipien liegen dem zugrunde? Wir interessieren uns auch sehr für die Dynamik von Geweben, also wie viele Zellen zusammen Strukturen bilden, wie zum Beispiel unsere Muskeln. Aber natürlich auch einzelne Zellen können zum Beispiel Kräfte erzeugen und das spielt eine wichtige Rolle für die Entstehung räumlicher Strukturen. Und dabei spielt insbesondere die Kombination aus mechanischen, aktiven Prozessen, krafterzeugenden Prozessen und chemischen Signalen eine Rolle. Meine eigenen Forschung beruht ja auch auf der Mächtigkeit der theoretischen Konzepte, die ja in der Physik stark entwickelt sind, aber in der Biologie auch noch weiterentwickelt werden müssen. Konzepte wie Raum, Zeit, Energie, Entropie, die man durch empirische Wissenschaft entwickeln konnte. Und solche Konzepte müssen wir weiterentwickeln, um auch neue Phänomene, die noch nicht gut verstanden sind, tiefer zu ergründen. Schon in seinen frühen, teilweise spektakulären Arbeiten zur Physik des Hörens und zur Mechanik der Zellen hat Herr Jülicher seine außerordentliche Begabung im Bereich der theoretischen Biophysik gezeigt. Seitdem hat er sich auf diesem Gebiet zu einem renommierten Experten entwickelt, dessen Arbeiten zu physikalischen Grundlagen aktiver Prozesse in lebender Materie weltweit neue Forschungsfragen eröffnen. Elegant und mit hohem wissenschaftlichem Ertrag bewegt er sich dabei zwischen den Fachkulturen, bringt je andere Fragehorizonte in Stellung zueinander und trägt so immer wieder zu produktiven Rückkopplungen zwischen der Physik und den Lebenswissenschaften bei. Eigenschaften, die er übrigens auch im Fachkollegium Grundlagen der Biologie und Medizin der DFG zur Geltung bringt, seitdem er dort 2012 gewählt worden ist. Nach Studium in Stuttgart und Aachen ist Herr Jülicher zunächst an die Universität zu Köln gegangen und dort promoviert worden, dann in die USA, nach Kanada, nach Frankreich, ist er 2002 zurückgekommen nach Deutschland, als er an das Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme und die Professur für Biophysik an der TU Dresden berufen wurde. Und Sie glauben es vielleicht, es ist wirklich kein Auswahlkriterium des Ausschusspreises, aber das war das Jahr, in dem ich von der TU Dresden weggegangen bin. Also das ist so. Dort hat er mit Geschick und Tatendrang an der TU in der Anbahnung und im Max-Planck-Institut in der Anbahnung institutionsübergreifender und internationaler Kooperationen seine Gruppe mittlerweile zu einem weltweit anerkannten Zentrum der Biophysik weiterentwickelt. Zwei Arbeitsgebiete sind von Herrn Jülicher in besonderer Weise geprägt worden. Zum einen ist sein Name eng mit dem neuen Paradigma der aktiven Materie verbunden, ein Ansatz, der ganz wesentlich durch die von ihm formulierte Theorie der aktiven Gele nicht und deren Anwendung auf zelluläre Prozesse geprägt worden ist. Zweitens hat Herr Jülicher aber auch grundlegende Arbeiten zu der eben schon angesprochenen Organisation und Kontrolle von Zellen in Gewebe vorgelegt und dabei beispielsweise gezeigt, wie Wanderung, Teilung oder Gestaltänderung von Zellen die Form des biologischen Gewebes bestimmen. Auch das ein Forschungsgebiet, auf dem er im besten Sinne Pionierarbeit geleistet und wichtige Einsichten eröffnet hat. Herzlichen Glückwunsch, Herr Jülicher, zum Leibniz-Preis.